quer durch Berlin. So sah die Demonstration aus, die am Sonntag in der Bundeshauptstadt ein Zeichen setzen sollte für die Unteilbarkeit der Menschenrechte. Und es wurde auch die Frage gestellt nach sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit. Denn gerade in Zeiten der Corona-Krise würden sich die politischen und wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten weiter verschärfen, so die Demonstranten. Hier die Stimmen von einigen Teilnehmern. Mir ist es sehr wichtig, dass man auch in Zeiten von Corona nicht nur an sich denkt, sondern dass man eben sieht, dass es weltweit auch noch viele Probleme gibt. Es gab ja jetzt die Rassismusdebatte. Es gibt auch dieses Thema, was vor allem am Anfang war, mit den Flüchtlingen in den Flüchtlingslagern. Und ich will einfach, dass wir auch darauf aufmerksam machen, dass es eine internationale Krise ist und dass wir eben auch Solidarität zeigen mit den Menschen, die in einer wenigen privilegierteren Position sind als wir. Ich bin kein Mensch für Hoffnungen. Ich schaue, was passiert. Ne? Also man kann nur aktiv sein und an sich selbst arbeiten, am Bewusstsein arbeiten. Und es ist ja ein Tauziehen der Kräfte, was daraus wird. Das werden wir sehen. Ne? Ich hoffe doch. So gesehen hoffe ich natürlich, dass endlich mal eine Veränderung stattfindet. Dass wir einfach, dass das kein Thema mehr sein sollte, Rassismus. Wir sind alle Menschen. Nach Angaben der Veranstalter waren rund 20.000 Teilnehmer am Sonntag alleine in Berlin mit dabei. Und bei der kilometerlangen Menschenkette gab es entsprechende einzelne Themenblöcke, wie zum Beispiel einen antirassistischen Block oder weitere Abschnitte mit Themen wie Klimaschutz, Feminismus, Schutz vor Gewalt an Frauen und Kinderrechten.